Gegner? Wow, wow, wow! Alter! Boah, wo ist der Rumble? Kollege, hallo! Was? Sack! Scheiße, fuck, kacke, ah, move, ah, fuck, scheiße, ich bin tot. Ja, na, oh, Jesus! Und jetzt wieder alles von vorne, vom Dach aus. Das wär jetzt nice. Ja, ja, vom Dach aus. Geh doch gleich an die Treppen hoch. Ich lauf weg vor dir. Nein, ich brauche erstmal eine Schusswaffe. Und ein Fraps, was nicht scheiße ist. Alter, du Penner! Renn gleich zum Treppenhof, dass du gleich klar überraschen kannst. Wenn sie kommen, dann so. Und so, hey, hier! Vor allem, weil hier eine geile Rauchbombe ist. Scheiße. Scheiße, was fällst du jetzt hier runter? Ich brauche deine Waffe. Nein! Geil, gerade aufgenommen, voll den Nackenschuss. Yeah, aber war schon mal Anfang. Du warst weiter als vorher. Immerhin. Du hast eine Waffe. Immerhin hast du mal eine Waffe in der Hand gehabt, bevor du gestorben bist. Rauchbombe, das ist mir egal. Ich meine, hallo, Rauchbombe. Oh ja, das sind noch mehr als zwei. Das sind ja hinten stehen noch welche. Oh, das wird da länger. Müller. Müller, nee. Oh, Entschuldigung. Das war vielleicht aber. Ja, nee, ja. Ich brauche keinen Sponsorverträge oder so. Nein, eigentlich. Jawohl, jetzt wird es ab. Verdammter Wichser. Ich hab den entwaffnet und der andere... Überwachung der gesamten Stadt. Warte. So, das ist mir jetzt zu dumm. Da hinten hast du nämlich auch noch welche, ne? Das ist mir jetzt einfach zu dumm. Ich geh jetzt weg und mach deinen Kühlen kalt. Miller, Miller. Warte. Geht hier kaputt? Nein, geht nicht kaputt. Wie war das? Ach so, ich muss die... Scheiße! Direkt nochmal. Was muss ich machen? Die Server, die hier so rumstehen. Du Wichser, gib mir deine Scheiße. Oh, da wird jemand aggressive. Nein, ich bin die Ruhe selbst. Ja, man merkt. Hast du was gesagt? Ach, ich muss hier rumrennen und dann schießen die selber kaputt, weil die dumm sind. Warte, ich verstecke mich hier. Ha. Miller. Plan. Miller. Ja, super. Wie lang? Ja, gut. Bis du wieder Geburtstag hast. Oh ja, okay. Dauert dann nicht mehr lang. So. Wer will Stress? Der da. Da oben. Richtig? Ja! Ja! Yeah, durch die Treppe. Hat das geschafft? Der lebt noch. Na fuck, das geht nicht da. So geil, das nicht. Das wäre cool geworden. Gut. So geht's auch. Soll ich mal eine andere Waffe wieder switchen, weil sonst hast du bald keine Munition mehr, ne? So. Okay. Ab geht's. So, okay. Der ist auch tot. Jawohl. Die Dinger hier muss ich kaputt machen. Boah, nice. Oh. Da kriegst du Stromschläge, sehe ich das richtig? Oder schießt da gerade jemand auf dich? Die schießen auf mich. Ich weiß nur gerade nicht von wo, aber macht ja nichts. Ich könnte jetzt wieder einen unproduktiv sinnlosen Satz von mir geben. Ja, mach das mal. Meistens kommen die Schüsse von da, wo sie herkommen. Ja, haha. Ja, gell? Ich hab doch gesagt, ich hab dich vorgewarnt. Ja, ich weiß. Aber meistens, da rechnet man ja was Blauen so von dir. So, ab und an mal. Ab und an kann man das mal vermuten. Die gehen nicht kaputt. Aber, da fehlt noch was. So. Ich glaube, es reicht, wenn... Ja, cool. Alles dicht. Das war's. Okay, und so, ja, jetzt erst kriegt man so ein fettes... fette 5-1er Waffe. Ne, weißt du, was ich meine? Ja. Ey, cool. Ja. Ich krieg die Türen sogar mit dem Ding auf. Sehr geil. Karina's coming. Wow. Wow, es laggt. Wow. So, genau, bis zu diesem Part und dann dachte ich mir so, schade. Ich kann nämlich nicht hier rüber klettern mit der Gun. So. Okay, weg damit. Stopp, halt, da darfst du nicht drüber. Da war Stopp. Ja, Entschuldigung. Wir nehmen sowas auch ernst, klar. Nee. Ja, müssen wir. Oh, Roof Access.
Ja, kleine Kinder, oh, bitte. Also an alle Kinder, die jetzt zuschauen, da hättet ihr nicht drüber klettern dürfen. Ja, ganz wichtig. Ja. Alle unter 18, ach scheiße. Hallo, Faith. Ja, ja. Jackknife. Hallo, Faith. Hallo. Hallo, Jackknife. Jackknife, aber wie konntest du? Genau diese Einstellung, genau deshalb konnte ich es sagen. Wie lange bist du? Sagen wir einfach, steck dahinter. Weiß, wer die großen Fische sind. Sag mir einfach, ich weiß, wer die großen Fische sind. Callahan. Oh, Callahan. Warum wir? Klassische Kriegsführung. Klassische Kriegsführung, die Kommunikation unterbrechen, die Boten ausschalten. Ohne Pope, ohne Runner werden eure Kunden. Achso, das bist du. Diejenigen, die die alte Stadt einfach nicht aufgeben wollen, abgeschnitten. Wunderbar. Ist das immer noch ich? Ja. Dann kann sich diese Stadt befreien vom übrigen Dreck. Das ist nur der Anfang. Du bist so langsam. Ich betrachte es lieber als ein Ende. Du hast wirklich gute Arbeit geleistet, hast all die offenen Fragen... Ja, ich Ordnung, ich weiß... Schneller, los, zack, zack, hier! Ja, ableben! Jetzt fliegt er mit ihr hoch und weg. Boah, das ist ja schon... Du kannst dein ganzes Leben am Rand verbringen. Nein, so, sowas machen die nicht in Absicht zu spielen. Mhm. Hallo, Leute, was geht ab? Karl und Hans und Otto und sonst was. Ah, ja, jetzt muss ich sicherlich da unten hinterher und auf hier voll drauf und... Geil, und ich hab's sowieso geschafft, und weil hier so eine Scheißabsperrung war. Das habt ihr jetzt nehmen, nicht gesehen, oder? Das schneide ich raus. Ja. Weil es hätte voll das epische Ende werden können. Auch noch niemand überspringen kann. Was? Mal Karl-Heinz, da sind sie wieder, und ab geht's. Bauernsch und Peter Löwenzahn. Bam! Yeah, in your f- oh, jawohl. So, jetzt auch I think he might be dead now. Yes, that could be. Kate. Kate und Faith und Wow und... Boah, jetzt hat sie runtergeschmissen. Ey, gell, das ist schon eine blöde Sau, schmeißt ihre Kate auch runter ohne Scheiß. Wirklich, geht gar nicht. Na, wie gut, dass wir doch anscheinend haben. Ja, und dass ihre Handgelenke nicht brechen, ist ja gerade noch alles, gell, das ist purer Wahnsinn. Und Stahlhandgelenke retten Leben. Mhm. Diese Japanesen, die sind alle so robust. Ja, die können das. Ja. Oh. Oh. Happy End. Ja. Happy End. Und jetzt wunderschöne Panoramaansicht. Das Ende vom Spiel? Ja. Ja, Wahnsinn. Schöne Musik, die du nicht hörst. Ja, ein bisschen, aber nicht viel. Das ist sehr episch. Aber geile Atmosphäre, also vom Panorama, also echt nice. Ja, finde ich auch. Das Level hat echt Stil. Yeah. Das war Mirror's Edge. Sehr cool. Ja, allerdings. Hast du gemacht. Dankeschön. Mit deiner Hilfe habe ich die letzten Level gezwungen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Und jetzt kommt der Abspann. Production Team, Lead Team, Senior Producer, Owen O'Brien. Oh ja, das ist ein guter Kumpel von mir, der ist, Ja. Johannes Söderquist. Bitte Torbjörn. Torbjörn, das ist ein, das sind alles voll viele, sag mal's hier, ach, skandinavische Namen. Jespers, Björn, Erik, Thor. Pardon? Sigurdsson, kein Problem. Hier, lass es Arme strömen, wie sie alle dabei sind. Ja. Ja. Kenn ich als schön. Aha, schön her, richtig. Johann Ramström. Mhm. Powered by Hakan Killström. Ja, der ging ab, du. Der hat. Es wird ja Hokan ausgesprochen. In dem Fall, glaube ich. Hokan. Okay. Das A mit einem Kringel drüber wird als O ausgesprochen, wenn ich mich so, alles täusche. Ja, irgendwie hatte mich mein Vati auch mal belehrt in der Hinsicht, aber ich hatte ja. Genauso wie das O mit einem Strich. Yeah! Mit einem großen O, ne? Ist ganz... ganz... Ja, Tobias Hockstrand, Markus Fritze, das könnte ja fast wieder deutsch sein, hey. Rob Knowles, der weiß alles, ich weiß nicht. Ja, Michael Höckström. Erik Svensson, Jonas Björnquist, Andreas, Dave ja, irgend... Knittner, oh. Maris Sastamoy, Daniel Collin, Mats Dahl,
Mark Final. 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 Ein krasser Name dabei. Lars Gustafsson, ein typischer skandinavischer Name. Ja, ja, ja. Rihanna, die hat auch mitgesungen hier. Ah, so, ja. Tatsache. Faith. Jules Dijon, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Jules Dijon, wahrscheinlich ist das Französisch, keine Ahnung. Ja, ich vermute mal auch so irgendwas in dieser Sprache. Wahrscheinlich. Oh, hab ich gegessen Kaffee und Kuchen, no, mon ami. Mach nur Baguette und was ist noch Französisch? Ich weiß nicht. Savant et... Roche. Fressen Roche. Je tout en Roche. Oh, c'est Roche, not Roche. Roche. C'est une banane. Ich kann kein Französisch. Das heißt, das ist eine Banane. Okay. Den Satz habe ich mir gemerkt, aus welchem Grund auch immer. Ich kann nur auf Russisch sagen, dass sie mir Bier geben sollen. Das ist alles, aber mehr brauchst du in Russland auch nicht. Brauchst du eh nicht. Also du war vor allen Dingen nicht. Nee. Die haben ihren A vergessen. Karina. Ah. Kelkvist. Wie gut, ich K-Punkt. Oh, hier brennt die Luft. Meister. Ne? Steve Schnur. Hanna, yo. Ja, ja. Yo, yo. Yo, Hanna, yo. Yo, Hanna, oh, da ist der Dreck. Theo Kahui. Germany, Alexander Feist. Ey, ich will auch Hui mit Nachnamen heißen. Hui. 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 Dann meldest du dich am Telefon immer mit Hui. Mhm. Nice. Nicely. Nicely. Du, Li, Li. Ciao, Chen. Ciao. Ching, Chang, Chong. Aha. Yu, Chin, Kwon, Li, Wu, Su, Sui. Nein, ich spreche keine andere Sprache mit dir. Ich lese gerade die Namen. Hotoshi, Suto. Das sind alles Namen von Haruya. Alles Haruyas Familie. Ach so, Luca. Erik Pobonsam, aha. Ja. Cheat Modul. Lim. Sato. Zertifikation. Das ist ja eine wunderschöne Abspann, finde ich. Finde ich auch. Ja. Hab ich nicht gesehen hier in Russland, gibt nicht Abspann. Okay, Russisch gar nicht. Oder nicht so gut. Nimmst du Waffe, schießt du ab. Spiel vorbei. Ich habe hier Handcreme-Stern, die ist von Lavera, aber ich mache keine Schleichwerbung. Ich weiß nicht, was ist das? Eine Firma. Ich weiß es nicht. Eine richtig gute Handcreme. Yeah! Julie Staub. Joaquin. Tim Wildman. Bobby Williams. Stockfleet. Ja, das ist der Bruder von Robbie Williams, der Bobby Williams. Jetzt, hallo, das ist ja. Nah, Verwandter. Mann, wie viel er mitgewirkt hat, hey. Ah, das sind die ganzen Tester. Oh, ein Simon. Was für ein Vorname? Ein Simon, da ist ein Simon dabei. Zwei Simon. Sogar. Simon Payne. Yeah. Hey, das hat sie. Simon Payne, oh Gott. Wer ist bitte Mund-Ieb? Was? Mund-Ieb Power. Schon weg. Schade. Ah, was? Ich hab's nie gesehen. Muss ich mir nachher angucken. Wenn's ohne... K-U-I... Ich bin nicht so schnell, um diese Nachnamen auszusprechen, ohne dass das schnell... Zu weg. Scheiße. Oh. Oh. Jay Malone. Troy Chapman. Hey, wir dürfen uns was wünschen. Yes. Ich wünsche mir eine Dose Katzenfutter. Ich wünsche mir noch weitere Namen abspannen. Yeah, hey. Mein Mund. Kater, zweimal. Oh, bestimmt Geschwister. Yeah. 100 Pro. Bill und Ed. Wrightman und Redham. Redham. Oder wie auch immer. Miller, Ed Carter. Herr, Bosworth, Pratt, ja, Carter, Paulson, Hart. Hannah Hart. Ey, Hammerhart. Hannah Montana und Hannah Hart. Hannah nicht, Hammerhart. Oh, jetzt geht's am Ende zu. Jo. Mhm. Wer sich das bis hierhin anguckt. Hey, thank you. We'd like to thank our friends and families for the overwhelming and continuous support during the production of this game. Thank you for your Tyhausfuck. Commendation here, and here we have some more names. Yeah, Kimberly Walters and Celia Fleur. Little Boy, einfach nur Little Boy, wie krass. Wo? Was? Da, das ist gleich weg. Damn. Damn it.
Der Nightwatch. Olivia Lazar. Bacon and Pesto, jawohl, Mann. Bacon and Pesto, ha. Das Beste, was es echt gibt so hier. Epic! Ja! Ich glaube, wir das Hauptmenü wird jetzt geladen. Wow! Ja, und das war Mirror's Edge. Oh, sehr geil gemacht von dir. Ohne Scheiß. Dankeschön. Autogramme gibt's später. Ja, ja. 10 Euro pro Stück, Studio, ne? Hier. Kein Problem. 90% von alles geht an mich. Ja, ja, klar. Schon, klar. Davon kaufe ich mir einen neuen PC. Auf jeden Fall. Auf jeden. Ja, ich danke dir fürs Mitkommentieren. Ich danke, dass ihr dabei sein durfte. Gerne. Also, hat Spaß gemacht. Auch ja, wenn doch. Ich hier so wegen dir so oft abgelenkt wurde und gestorben bin. Qualvollen Todes. Ja, die Freude war ganz meinerseits. Ja. Ja, das war mein Let's Play von Mirror's Edge und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und konntet über meine vielen Fail-Faiths lachen und weinen und was auch immer. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und freut euch weiterhin über meine Let's Plays und also ein Scheiß und was man auch immer sowas sagt an einem Ende von einem Let's Play. Jo. Ich bedanke mich und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Cheers!